Hier wird ein Hörgerät implantiert. Die Operation erfolgt unter Vollnarkose und dauert mehrere Stunden. Sie erfordert höchste Konzentration und Präzision. Immer mehr Patienten, die schwer oder gar nicht mehr hören können, entscheiden sich für implantierbare Hörgeräte. Das Implantat, ein elektronisches medizinisches Gerät, übernimmt die Funktion des beschädigten Innenohrs. Ein kleines technisches Wunderwerk. Das aktive Mittelohrimplantat ersetzt oder verbessert die Schallübertragung, die beim Patienten im Mittelohr nicht mehr funktioniert. Johann Meyer bei einem Routinecheck seines Hörimplantats. Auch er hat vor fast 5 Jahren diesen Schritt gewagt. Der heute 59-Jährige hat damals nach mehreren Hörstürzen nichts mehr gehört, wollte sich aber mit seinem Schicksal nicht abfinden. Heute kann er mit seinem Implantat wieder bestens hören, seine sozialen Kontakte pflegen. Gut, sind wir wieder auf Sendung. Passt wieder. Jawohl. Wie lange halten? Das heißt, man kann Betroffenen, die das gleiche Schicksal so langsam gehen, sagen, du musst nicht verzweifeln. Es gibt Hilfe, die Medizin mit heutigem technischen Stand kann dir helfen. Wenn konventionelle Hörgeräte nicht mehr weiterhelfen können, dann vollbringen implantierbare Hörgeräte wahre Wunder. Für Patienten, die gar nichts mehr hören, werden sogenannte Cochlea-Implantate eingesetzt. Für extrem Schwerhörige aber reicht auch eine sogenannte Vibrance Sound Bridge. Momentan ist der Stand so, dass in Deutschland jedes Jahr ungefähr 3000 implantierbare, voll implantierbare Hörgeräte eingebaut werden. Das umfasst also Cochlea-Implantate und auch Mittelohr-Implantate, wie eben die Vibrant Sound Bridge, die hier in Augsburg auch seit ein paar Monaten neu implantiert werden kann. Auch Sigrun Alt hat ein Implantat. Sie hat auf dem linken Ohr extrem schlecht gehört. Seit ihr aber ein Mittelohr-Implantat eingesetzt wurde, ist alles anders. Einfach besser. Vor der letzten Operation konnte ich auf dem Ohr gar nichts hören. Und Ende Juli, habe ich dann das zweite Teilchen da drauf bekommen. Und ja, das ist ganz gut. Bin sehr zufrieden. Ist eine andere Lebensqualität, muss ich schon sagen. Doch mit der Operation allein ist es nicht getan. Denn danach erfolgt die Anpassung sowie Feinabstimmung des Geräts. Wie sind die Hochtöne, wie sind die Mitteltöne, wie sind die Tieftöne? Und man muss dann mit den Technikern zusammen ein wenig spielen. Die haben ein Computermodul vor sich, wo sie die einzelnen Kanäle steuern. Und man muss halt dann dem sagen, könnten Sie bitte die hohen Frequenzen etwas verstärken oder was zurücknehmen und das dann für sich selber überprüfen, wie empfinde ich das. Ärzte gehen davon aus, dass in den nächsten Jahren die Nachfrage nach implantierbaren Hörgeräten steigen wird.